Hallo und herzlich willkommen zum Lovely Books Livestream mit Michael Nast. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Herzlich willkommen unsere Gäste hier im Lovely Books Hauptbüro in München. Und ich begrüße euch zu Hause auch sehr herzlich, die ihr uns über Facebook und YouTube zuseht. Ich darf kurz unseren Gast vorstellen. Michael Nast ist Autor und Kolumnist und er war mit seinem Buch Generation beziehungsunfähig über Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Nun ist sein neuer Roman erschienen, Egoland bei Edel Books, und er wird uns heute sein neues Buch vorstellen und daraus lesen. Und ihr könnt eure Fragen live stellen über den Hashtag LBLive, den ihr dort hinten auch seht. Einfach einen Tweet absetzen oder auf Facebook unter unserem Video kommentieren. Mitmachen lohnt sich, denn wir verlosen unter allen Fragestellern 10 Buchpakete mit dem Buch plus 2 Tickets für die Lesereise von Michael Nast. Gut, dann würde ich jetzt, bevor wir mit dem Leseteil beginnen, ein bisschen mit dir sprechen. Um das ein bisschen aufzulockern, genau. Du hast ja bereits einige Bücher veröffentlicht und an einer Stelle im Buch heißt es, man könnte annehmen, dass es mit der Zeit leichter wird für den Autor das Schreiben, je mehr Bücher man geschrieben hat. Und dann heißt es aber weiter, das Gegenteil sei der Fall, die Ansprüche steigen eher. Wie hast du das empfunden mit Egoland und war das auch ein Unterschied, dass das jetzt ein Roman ist im Gegensatz zu vorher? Genau, also es ist eigentlich ein Debüt für mich. Ja, also weil die letzten 3 Bücher, das waren ja Kolumnensammlungen. Mhm. Und es war bei mir, also mein Plan oder meine Idee von meiner Autorentätigkeit war eigentlich eine Schriftstellertätigkeit. Also ich wollte Romane schreiben und dann ist aber dieser Erfolg dieser Kolumnensammlung dazwischen gekommen. Und da hatte ich immer keine Zeit, ja, weil ich auch sehr viel getourt sind und so. Und das ist jetzt sozusagen mein Herzensprojekt. Und das war natürlich ein Vorteil, dass natürlich das letzte Buch so erfolgreich war, dass ich dann auch auch einen Lektor hatte, der mich auch begleitet hat und so. Denn episches Format ist schon echt eine andere Herausforderung als halt diese Stories, ja, diese in sich abgeschlossenen 3-Seiten-Geschichten. Und genau, und das ist natürlich schwerer, gerade wenn dieser vorher so ein Erfolg auch war, dann ist der Druck natürlich auf mehreren Ebenen auch da. Ja. Aber ich habe vor allem den Druck gesehen für mich, dass ich es halt wirklich gut machen wollte. Also dass ich es wirklich auch cool finde. Und ich weiß nicht, ob man das als Autor sagen darf, aber manchmal ist es so, wenn ich zu Hause bin, ich habe das ja auch noch nicht so lange, dieses Buch. Ja. Und dann lese ich immer so rein. Also ich stelle mir vor, jemand kommt in eine Buchhandlung und liest einfach, schlägt irgendeine Seite auf und liest dann so rein. Und ich frage mich dann, ob es so reinzieht. Und dann sitze ich manchmal wirklich hier irgendwie und lese 10, 20 Seiten. Also ja, so, es zieht also dich rein. Ich finde es immer schön, ich hoffe, das klingt jetzt nicht wie eine totale Selbstbeweihräucherung oder so, aber wenn man was liest, und das geht mir hier teilweise so, und man glaubt nicht, dass man es selber geschrieben hat. Das ist immer ein gutes Zeichen. So, ein gutes aber ich will jetzt nicht so viel reden, wie toll das ist. Das ist ein bisschen. Es gibt ja irgendwo eine Textstelle, wo, ich weiß schon, im Rahmen gibt es diese Autorfigur, dieses erzählende Ich, das ziemlich am Anfang sagt, man muss sich schon ziemlich wichtig nehmen als Autor, um überhaupt produzieren zu können. Hm. Das hat aber Thomas Mann gesagt. Ne? Ah, Thomas Mann, also nicht du. Nee, also ich glaube, das wird da auch zitiert. Ne? Ich zitiere auch Mann irgendwie. Du zitierst auch Mann. Also du musst halt ein sehr großes Ego haben. Also letztendlich musst du auch ein Soziopath sein, um schreiben zu können. Also da hat Marcel Reichenetzky doch mal so schön gesagt, es gibt Schriftsteller, die sind total nette Menschen. Die sind lieb und jeder mag sie, aber sie schreiben keine guten Bücher. Nur die Soziopathen sozusagen, ja. Ah, okay. Und, na, weil die stürzt sich da halt auch richtig rein, die kennen ja auch kein Privatleben. Heiner Müller hat mal einen schönen Satz gesagt, moralisch bin ich nur meiner Arbeit verpflichtet, in Bezug darauf, ob er andere Leute verwenden darf in seinen Dramen. Und da war das Werk halt immer ganz oben. Ne? Weil Andreas, der Schriftsteller, in dem Buch verwendet ja die Leben seiner Freunde aus seinem sozialen Umfeld als Material und zeichnet sogar Gespräche heimlich auf, die er mitschneidet. Na, er geht noch weiter. Also er sagt ja letztendlich, er hatte diese Schreibblockade und
kommt irgendwie nicht vorwärts. Und dann sagt er sich so, Moment, warum soll ich mir Figuren ausdenken? Warum soll ich mir Konflikte ausdenken? Ich nehme dann halt wirklich diese Leute, die mir auch vertrauen aus meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis und beginne, in ihr Leben richtig einzugreifen. Also er schafft selber Konflikte, indem er sozusagen also richtig die Leute manipuliert und da intrigiert und so. Und um letztendlich seiner Meinung nach diesen perfekten Roman zu schreiben. Und wäre das was für dich auch in Betracht kommen wird? Naja, das ist halt eine Grenze. Nee, das sage ich ja auch im Buch. Also das ist eine Grenze, die ich dann nicht überschreiten würde. Also Dinge, du hast ja immer Probleme. Also auch bei diesen Kolumnensammlungen, da ist es ja auch so, dass ich immer natürlich Leben beschrieben habe, also von real existierenden Personen. Aber ich habe jetzt nicht die Leute beeinflusst. Ich habe jetzt nicht, also simpel gesagt, ich sage dann zu dir, ich weiß jetzt nicht, ob du Single bist oder so, aber ich sage deinem Freund, sag mal, du bist in einer Beziehung, und ich sage deinem Freund, dass ich mit einem anderen Typen gesehen hätte. Und was dann, und er vertraut mir, und dann geht ja schon, ist der Konflikt ja da. Und dann, was passiert dann bei ihm, du kriegst ja gar nichts mit wahrscheinlich, man weiß ja nicht, wie sich dann entwickelt, dieser Konflikt, ne? Und das macht er ja sozusagen, ne? Und da geht's ja noch weiter, also das endet ja wirklich in einer Katastrophe am Ende. Aber du würdest dich jetzt in deiner Autorsituation eher als Beobachter empfinden, ja. Und nicht so als Eingreifer. Okay. Der Titel deines Buches. Na gut, also eine meiner Ex-Freundinnen, die habe ich mal verwendet in einem Buch. Also das war so eine Situation, dass ich, die hat mich immer Hase genannt in der Beziehung, und das fand ich irgendwie nicht so gut. Und dann keine Tiernamen. Wie kann das sein? Okay. Und dann hat sie mir erklärt, dass sie alle ihre Freunde immer Hase nennt, damit sie die Namen nicht verwechselt. Ah. Und der Mann nach mir hieß auch Michael. Also sie waren sozusagen auf der sichersten Seite, konnte gar nichts mehr verwechseln. Und das habe ich aufgeschrieben, aber auch ohne Namen und so weiter. Und das ist ein totaler Bruch. Das wurde mir über Dritte dann mitgeteilt, dass das halt wirklich, dass ich da... Also sie hasst mich sozusagen. Ah. Das wäre meine nächste Frage gewesen, was da das Feedback dann dieser Personen ist an dich, wann du sie. Also das Krasseste war, dass mich Leute zusammenschlagen wollten. Ah. Das hatten wir letztens das Thema. Da habe ich so einen Abend beschrieben, das ist halt wirklich aus älteren Büchern, ja. Und da haben diese Damen, mit denen ich da diesen Abend verbracht hatte, die hatten halt Bekannte, die schon mal im Knast gesessen haben, und die wollten die auf mich ansetzen. Ja. Aha, okay. Wie ist das ausgegangen? Ich habe das nur erfahren über ihren inzwischen Ex-Freund. Der hat mir später mal, wesentlich später mal erzählt. Glück gehabt, ne? Das würde ich auch sagen. Also der Titel deines Buches ist ja ein Hashtag. Genau. Wie wichtig ist für dich Social Media? Wie benutzt du das privat? Wie benutzt du das als Autor? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Eigentlich benutze ich es gar nicht, ganz wenig nur privat. Also rein halt vor allem als Autor. Naja, okay, weil auch wenn ich da mit Leuten schreibe, sind's ja mehr, da geht's auch um die Bücher. Weil halt auf dem normalen Profil sind halt auch extrem viele Leser dabei. Also ich habe halt früher, ich habe diese Fanpage erst relativ spät erst da angelegt. Und den Rest mache ich dann halt über das Telefon. Oder über WhatsApp halt. Ne? Mit Freunden. Du telefonierst. Okay. Sehr gerne, stundenlang, wirklich. Und bekommst du dann auch so Feedback und Impulse oder Inspiration von deinen Lesern über diese Kanäle, oder ist das mehr so? Naja, da müsste man sich wahrscheinlich mal nach einer Lesung mal, wenn das mal dazu kommt, dass man sitzt und dann erzählt jemand so seine Story nochmal, da kann sowas schon mal dabei sein. Aber ich glaube, das ist mir auch zu anstrengend, denn wenn dann so eine Mail kommt, und dann wird diese ganze Geschichte erzählt, und da ist ja auch viel Herzblut dabei und so. Und ich weiß immer gar nicht, was ich darauf antworten soll. Weil dann kann ich in drei Sätzen, kann ich ja nicht darauf, also irgendwie ist unangemessen, so wenig darauf zu schreiben. Und dann schiebe ich es immer weiter raus, und dann mache ich es am Ende ja nicht mehr. Also ich wollte mich mal entschuldigen bei allen, die ich da vielleicht auch verletzt habe. Ich verletze so viele Menschen offensichtlich. Und nimmst du dann auch Ansprüche an dich wahr, dass du sagst, du hast viel Kontakt zu deinen Lesern und zu anderen Menschen, die dann sagen, hey, schreib doch mal das, oder ich hätte gern, dass du so, oder... Nee. Ich habe immer das gemacht, was ich wollte. Ich habe mich auch bei der Generation beziehungsunfähig, da war ich ja praktisch auch sehr extrem überrascht, dass das so erfolgreich ist,
Weil ich ja dachte, ich beschreibe mein Umfeld in Berlin. Mhm. Also, dass alles so ein bisschen degeneriert auch ist und so. Und jetzt muss ich nochmal Heiner Müller nochmal zitieren, den ich immer so gerne zitiere. Und der hat mal gesagt, es gibt Texte, die sind klüger als ihr Autor. Denn du als Autor einen Text schreibst und dann gibst du den irgendwann raus, dann gibst du es aus der Hand. Dann kann mit diesem Text passieren, also völlig andere Sachen passieren. Und das ist sozusagen passiert mit diesem Text, mit diesem Buch, dass mir Leute nicht aus dem Innenstadtbereich von Berlin, sondern aus Koblenz oder Orten Konstanz oder so geschrieben haben, das ist mein Leben, was du da beschreibst. Das hat ja keiner ahnen können. Und wie geht's dir dann, wenn du sowas hörst? Ist es dann so überraschend oder wie reagierst du dann auf das? Ich glaube, dadurch bin ich das ist das einzige Talent, was ich mir durch dieses Feedback eigentlich zugestehen kann, weil ich auch nicht weiß, wann ich das mache, ist, dass ich offensichtlich die Texte schreibe, in denen sich Leute extrem wiederfinden oder viele Leute wiederfinden. Und das ist natürlich ganz cool. Ganz cool, okay. Cool ist ein Wort, das ich sehr gerne benutze, wenn ich etwas sehr gut finde. Cool. Mhm. Dem Buch vorangestellt ist eine Art Cohen-Zitat, wo es heißt, diese Geschichte ist wahr, es wurden nur die Namen verändert, aber die Handlung wird wahrheitsgetreu erzählt. Wieso wegen der Toten halt. Ne? Ja, wegen der Toten. Wieso hast du das Zitat gewählt? Du kennst du sicherlich diese Serie Fargo oder den Film Fargo. Und da ist es ja so, dass du praktisch am Anfang jeder Folge wird ja immer sehr kunstvoll immer dieses Zitat, also natürlich auf die Serie bezogen, da reindrapiert. Und das ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass es natürlich nicht, dass es schon dass es eben nicht wahr erfunden ist. Genau. Aber es ist so, dass am Anfang wollte ich eigentlich, kann ich jetzt mal, sind wir unter uns hier, am Anfang wollte ich das schon so sagen, dass es passiert ist. Und darum tauchen auch wirklich Leute auf in diesem Buch, die mussten auch so richtig Einverständniserklärungen unterschreiben beim Verlag und so, die es wirklich gibt, also keine Promis, sondern tatsächlich die Personen. Also Stefan zum Beispiel, der diesen ersten Satz hier sagt, also den kann ich auswendig, vielleicht solltest du mal wieder mit einer Frau schlafen, die du magst, den gibt es wirklich. Wer hat das auch gesagt? Der hat es sinngemäß gesagt. Ah, der hat sinngemäß gesagt. Ich habe dann nochmal ein bisschen griffiger formuliert. Und der hat es ja auch nicht zu mir gesagt, jetzt hat es zu Andreas gesagt. Obwohl das Krasse ist, oh Gott, wir kommen ja nicht mehr zur Lesung. Ich habe letztens mal ein Foto gepostet von mir, bei Instagram, wie irgendwie halt Pause gemacht zu Hause. Und dann habe ich so gesehen, ist total geiles Licht in meinem Arbeitszimmer. Und dann habe ich ein Foto davon gemacht und bei Instagram gepostet. Und dann hat irgendjemand, der das Buch gelesen hat schon, hat dann geschrieben, Moment mal, die Wohnung kommt mir sehr bekannt vor. Aber ich will nicht spoilern. Und ich habe gesagt, nee, aber er hat ja keine Pflanzen. Also, weil das ist hier sozusagen schon nah meine Wohnung so ein bisschen beschrieben, von den Möbeln auch und so weiter. Aber er wohnt natürlich größer und er wohnt auch weiter oben. Alles viel besser. Genau. Naja, viel besser. Also. Ich habe in einem Interview gelesen, in dem du von einer Lesereise erzählst. Und mir ist aufgefallen, dass Andreas fast wortwörtlich das Gleiche über seine eigenen Lesereisen erzählt. Also, dass die Leute denken, er hätte jeden Abend Orgien mit Groupies und dass er in Wahrheit aber nur schaut, dass er möglichst früh ins Bett kommt und möglichst wenig trinkt. Genau. Wie viel von dir steckt in dieser Figur? Oder wie viel von dir steckt in Egoland? Naja, da steckt in jeder Figur was von mir. Außer vielleicht in diesen Typen, die er dann zusammenschlägt, diesen Treppenschubsern da. Das ist mir auch ein Anliegen, das mal mit reinzunehmen, weil ich das so schrecklich finde, dass diese demoralisierten Leute da irgendwie feiern gehen. Also die prügeln Leute zusammen, als würden sie feiern gehen. Oder treten hier Frauen die Treppe runter, so eine Scheiße. Ja. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen ich gleich emotional. Nee, aber es ist natürlich, ich schreibe halt über das, was ich kenne. Ja, ich glaube, das sollte man auch machen. Also ich werde nie der Typ, der irgendwie so sich irgendwelche so Tolkien-mäßig irgendwelche Welten ausdenken könnte. Ich schreibe immer über das, was ich kenne. Und das sind, also meine Mutter liest das ja gerade. Und die sagt so, aber die findet zum Beispiel gar nicht in dem Andreas viel von mir, sondern eher in diesem Christoph. In dieser Beziehung, die da so bröckelt gerade. Ja, aber es ist halt,
Ich glaube, Leute, die mich kennen, sollten das gar nicht lesen, weil die dann immer so ein bisschen verwirrt sind, weil die haben manche Sachen auch schon mal gehört und so weiter. Das ist ja, die verbinden natürlich immer extrem viel mit mir. Ja, aber er ist letztendlich, ich will jetzt nicht sagen, eine entmenschlichte Version von mir, weil es ist die Frage, also ich will mich da moralisch ja nicht so da irgendwie sagen, er ist jetzt schlecht oder er ist gut. Also er sieht die Dinge halt anders oder ein bisschen pragmatischer, vielleicht auch idealistischer, weil er ja letztendlich diese Idee hat, die er halt, ist ja ein Ideenroman auch, er will diese Idee durchziehen. Ne? Um jeden Preis halt. Aber er verliebt sich ja noch zwischendurch und kriegt dann mit, die Arbeit ist nichts wert. Es geht nur letztendlich dann um die Familie später, also ne, um die Frau, um die Gefühle. Und dann sagt sie nein und dann kommt der Hass und dann kommt die Energie für das Projekt wieder. Dann würde ich sagen, Spannung steigt. Die Spannung steigt. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt den Text, den du vorbereitet hast, den du mitgebracht hast. Genau, und man muss dazu sagen, dass alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, dieser Text hat damit gar nichts zu tun. Also, stimmt, keine Figur, die im Text jetzt vorkommt, haben also, wir besprochen. Genau. Und das Schöne ist aber an diesem Klappentext hier hinten, das ist ja so, also es gibt vier Figuren, also vier Perspektiven, aus denen erzählt wird und auch immer so abwechselnd. Ja? Denn das ist für mich, ich liebe dieses Mittel, weil du dann mitkriegst, also diese Missverständnisse mal zwischen den Leuten richtig mitkriegst. Und die sind hier aber schön zusammengefasst. Würde ich jetzt mal kurz vorlesen, nur die Charakterisierung, damit wir die Frau hier einordnen können, aus deren Sicht das jetzt erzählt ist. Also Julia und Christoph sind ein vermeintlich perfektes Traumpaar, doch die Fassade bröckelt. Mhm. Ich fand das für ein bedeutungsschwanges. Ich habe es ja schon gelesen, ich weiß schon. Ach so, okay. Die Studentin Leonie, das ist die, aus deren Sicht ich das gleich erzählen werde, schön und intelligent, aber voller Unsicherheit, verzweifelt an den Männern. Und der charismatische Schriftsteller Andreas betäubt im Berliner Nachtleben seine Sehnsucht nach Liebe mit unverbindlichem, bedeutungslosen Sex. Das ist die Charakterisierung. Und ich lese jetzt auf Statur auch nur aus Charakterisierung, weil die Handlung, das würde die Leute, glaube ich, auch versteht, da kommt man da auch nicht mehr rein. Und es ist ja nicht notwendig, dass wir jetzt die Handlung nacherzählen. Genau. Du sollst es ja alle lesen. Aber wir haben sie erzählt. Im Groben haben wir sie erzählt. Wie es endet, wissen. Obwohl wird ja auch schon im ersten Satz gesagt, wie es endet. Aber genau. Und das ist halt die Leonie. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil es gibt dann so in der Presse, haben mich früher die Leute immer so als diesen Typen dargestellt oder diesen Autor, der so den Frauen die Männer erklärt. Und das war so eine Rolle, in der habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt. Und darum habe ich ja hier auch zwei Frauen und zwei Männer. Und darum, mal gucken, jetzt beschreibe ich mal aus der Sicht einer Frau. Das ist sozusagen das Einstiegskapitel von dieser Studentin, Leonie heißt die. Aber bevor ich lese, werde ich einen Schluck Wasser trinken. Mhm. Und da gibt es schon Fragen? Ich schaue gerade, ja. Habt ihr Aber Hund? Du darfst ruhig lesen und ich schaue gerade. Habt ihr einen Hund, ja? Das muss ich mal so. Weil ich sitze ja normalerweise immer auf Stühlen an Tischen. Darum ist diese Sesselsituation für mich ein bisschen ungewohnt. Aber. Brauchst du irgendwas? Nö. Unterlage oder so? Nö, ich hab meinen. Okay. Darum sehe ich sie ein bisschen femininer jetzt. Ne? Das ist okay. Der Text heißt Dating Games. Während Leonies Blick auf dem unberührten Glas ruhte, dessen Inhalt das gedämpfte Licht der Odessa-Bar reflektierte, entfernte sich seine Stimme immer weiter von ihr. Ihre Leben hatten sich vor einer knappen Stunde berührt. Es war ihr erstes Date und so wie es aussah, auch ihr letztes. Sie wünschte sich, hier jetzt mit einem Mann zu sitzen, der sich in den vergangenen Wochen aus seinen Fotos, seinen Nachrichten und den Google-Suchen nach seinem Namen in ihren Kopf zusammengefügt hatte. Leider hatte dieser Mann nichts mit dem Menschen zu tun, der hier gerade ihr gegenüber saß. Er hieß Paul und sah aus, wie sie gerade alle aussahen. Ein hübsches, unrasiertes Gesicht, dazu ein ausgewaschenes Shirt, dessen weiter Kragen eine unbehaarte Brust freilegte. Converse-Schuhe und diese unvorteilhaft geschnittenen Jeans, die sie jetzt alle trugen. Sein volles Haar wirkte störrisch und ungepflegt, aber so oft, wie er sich ein wenig zu bewusst durch sein Haar fuhr, war offenbar auch diese vermeintliche Nachlässigkeit Teil eines ästhetischen Gesamtkonzepts. Leonie dachte daran, dass er sie vor 2 Wochen auf Instagram angeschrieben und sofort begeistert hatte. Wie sie sich jeden Abend stundenlang Nachrichten geschrieben und gegenseitig ihre Fotos geliked und kommentiert hatten, um dem anderen zu zeigen, dass sie gerade aneinander dachten.
an die Vertrautheit, die da war, bevor sie überhaupt ihre Stimmen kannten. Und dann dachte sie, dass das alles eine Illusion war, dass diese makellose Version eines Mannes in ihren Gedanken viel mehr mit ihr selbst zu tun hatte als mit ihm. Das waren die Liebesgeschichten unserer Zeit, dachte sie. Sie fanden in den Köpfen statt, aus der Ferne einer virtuellen Distanz. Sie endeten, wenn man sich in der Wirklichkeit begegnete. Sie endeten, bevor sie überhaupt beginnen konnten. Das lag wohl daran, dass man bei jedem Date aus der leuchtenden Projektion heraustrat, aus diesem künstlichen Zauber, den man so sorgfältig um sich selbst entworfen hatte. Wenn sie ihr morgendliches Spiegelbild mit den vorteilhaft fotografierten Porträtbildern verglich, die sie auf Instagram postete, fragte sie sich, ob einen das Leuchten noch umgab, wenn man sich traf. Wenn man sich zum ersten Mal in der Wirklichkeit begegnete, war das immer ein Kampf gegen das Bild, das man von sich gezeichnet hatte, dachte sie. Der Mann ihr gegenüber hatte diesen Kampf verloren. Paul fand alles mega und er war in der Lage, das Wort in jedem zweiten Satz unterzubringen, was in seiner Konsequenz schon beeindruckend war. Das Wort wirbelte in Leonis Kopf, während Paul von Bars, Clubs und Partys erzählte und davon, auf welchen Gästelisten er stand. Es klang alles so bekannt, so austauschbar, als hätte er sich mit ihren Dates der letzten Wochen und Monate abgesprochen. So gesehen hätte Paul auch Frederik, Jakob oder Raphael heißen können, so hießen die Männer, mit denen sie sich vor ihm getroffen hatte. Sie wurden sich immer ähnlicher. Ihre Aussehen, die Dinge, die sie erzählten, als wären sie geklont worden. Variation desselben Themas, Abziehbilder. Aber vielleicht lag es ja auch an der Odessa-Bar, in der sie sich immer mit ihren Dates traf, dachte sie, oder an den Moskau Mules, die sie immer tranken, als wäre es ein ungeschriebenes Gesetz, bei Dates in der Odessa-Bar Moskau Mule zu trinken. Sie blickte in Pauls hübsches, leeres Gesicht und stellte sich vor, jemand würde ihn einfach austauschen, während sie auf der Toilette war. Man nahm den einen einfach weg und setzte den anderen dafür hin. Wahrscheinlich würde sie es nach ihrer Rückkehr nicht immer bemerken. Sie würde weiterhin an den richtigen Stellen nicken. Sie würde weiterhin sehr interessiert wirken. Alles gut? Hörte sie den Mann fragen, der auch Frederik, Jakob oder Raphael heißen konnte. Warum grinst du denn so gerade? Weil ich vorher alles gut gesagt habe und du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Sorry. Alles gut. Eine Floskel, die sie hasste, vielleicht weil sie gerade alle benutzen. Die neue deutsche Floskel, alle einigen konnten. Eine Floskel, die oft in einem hastigen, abwesenden Tonfall ausgesprochen wurde, der erzählte, dass gar nichts gut war und dass es auch nicht unbedingt so aussah, als würde sich das in nächster Zeit ändern. Eher, dass es schlimmer werden würde. Alles gut, sagte sie schnell und zwang sich zu einem Lächeln. Paul zündete sich eine Parisienne an, die Zigarettenmarke, die in Berlin jeder rauchte, der sich für kreativ oder intellektuell hielt. Sie war von Klischees umgeben, dachte sie, während er so bewusst an seiner Zigarette zog, wie er sich durchs Haar fuhr. Alles gut, dachte sie bitter. Es war niemals alles gut. Leute wie dieser Paul waren das beste Beispiel. Seine Geschichte hatte in seinen Nachrichten so schön geklungen. Er war ausgebrochen aus der Enge eines vernünftigen Lebens, in dem man tat, was von einem erwartet wurde. Auf den Rat seiner Eltern hin hatte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen und auch abgeschlossen. Dann aber war er gegen den Willen der Eltern nach Berlin gezogen, um sich seiner Musik zu widmen. Dass das alles zum Klischee verkam, konnte natürlich an Paul liegen, dachte sie, dem Einzelkind, und daran, dass ihn seine Eltern trotz ihrer Vorbehalte viel Geld überwiesen, damit er seinen Traum verwirklichen konnte. Und sicherlich auch daran, wofür er ihr Geld ausgab, seitdem er sich in der Berliner Feierszene verfangen hatte. Ihm ging es wie vielen, die von dem hedonistischen Sog des Berliner Nachtlebens erfasst worden waren. Die Ziele verschoben sich, sie reduzierten sich. Der Tag wurde zu der unbedeutenden Zeit zwischen den Nächten. Sie nahmen Speed, Ketamin oder Liquid Ecstasy, diesen ganzen Dreck. Für jedes Jahr eines solchen Lebenswandels konnte man wohl gut 5 Jahre Lebenszeit abziehen. So gesehen würde ihre Generation nicht alt werden. Sie trugen das Geld ihrer Eltern in die Stadt, die keine Ahnung hatten, was für ein Leben sie da finanzierten. Die meisten wurden DJs, die in ihr auflegten, oder sie arbeiteten an den Bars, Kassen oder Garderoben irgendwelcher Clubs, um das Gefühl zu haben, irgendwie mitzumachen. Paul war einer der DJs, die in ihr auflegten. Das war das Gefährliche an dieser Stadt, dachte sie. Man konnte jeden Tag ausgehen, jeden Tag feiern und seine Ziele aus den Augen verlieren. Sie kamen in die Stadt mit dem Gefühl, sie zu erobern, und irgendwann stellten sie fest, dass die Stadt sie erobert hatte. Als Paul auf der Toilette verschwand, hatte sie das Gefühl, endlich wieder frei atmen zu können. Sie spürte den Impuls,
schon jetzt den nächsten Drink zu bestellen, gewissermaßen auf Vorrat. Der Alkohol konnte helfen, etwas in ihm zu sehen, was ihr Interesse weckte. Das hatte bei Frederik und Jakob ja auch funktioniert. Es war schon ernüchternd. Alkohol war das Fundament ihres Liebeslebens, dachte sie. Aber irgendwie musste man sein Zeitlichkeitsdefizit ja ausgleichen. Sie sah auf, als Paul mit zwei neuen Gläsern an den Tisch trat. Er setzte sich, schlug die Beine übereinander und betrachtete sie. »Ich habe ja damals bei der Commerzbank gearbeitet, in Frankfurt«, sagte er in die entstandene Stille. »Ich weiß, hast du mir geschrieben«, sagte sie und versuchte, sich Paul in einem Anzug vorzustellen. Es funktionierte. »Geschäftskundenbereich«, sagte er. »Oh«, sagte sie und versuchte, so beeindruckt wie möglich auszusehen. »Ich bin ja ein Mega-Zahlenmensch«, fuhr er fort. »Ich kann mir zum Beispiel nur ganz schlecht Namen merken. Wenn ich Kunden sehe, verbinde ich ihre Gesichter gar nicht mit dem Namen, sondern mit ihrer Kontonummer.« »Oh«, sagte sie noch einmal, und jetzt war sie wirklich beeindruckt auf eine groteske Art. Zwei Gläser Moskau Mule später nahm Paul diesen Faden wieder auf und erzählte, dass sie die Nummer 84 wäre, wenn sie miteinander schlafen würden. »Wie bitte?«, dachte sie hilflos. Es war eine Zumutung. Sie suchte den Blick der Kellnerin, um zu zahlen. Sie wollte hier raus, weg von diesem Paul. Er hob sein Glas in ihre Richtung mit einem viel zu intimen Lächeln. Es war widerlich. Dieser Mensch würde sie nie berühren dürfen. Es war so schwer, in Berlin einen zurechnungsfähigen Mann kennenzulernen, dachte sie, obwohl die Stadt voll von Männern war. Die Auswahl war da, zumindest theoretisch. Praktisch war Berlin einfach nur voller Soziopathen. Sie überschlug, wie viele Dates sie gehabt hatte, seitdem sie vor 2 Jahren hergezogen war. Es waren zu viele. Am liebsten würde sie jetzt mit ihren Freundinnen im Volkspark Friedrichshain in der Sonne liegen, dachte sie, ihre letzten Dates auswerten und schlecht über Männer reden. Darüber, warum es mit ihnen nicht lief. Weil Männer grundsätzlich gestört waren. Sie dachten schlecht über Männer, sehnten sich jedoch nach ihnen. Sie waren wie eine Selbsthilfegruppe in einer ewigen Gruppentherapie. »Also, ich muss jetzt los, muss ja morgen früh raus«, sagte sie nach ihrem Blick auf ihr Handy. »Ich zahle die Rechnung.« Paul hob die Hand, um der Kellnerin ein Zeichen zu geben. Dann sagte er, »ausnahmsweise.« »Ausnahmsweise?« Sie warf ihm einen fragenden Blick zu. »Naja, eigentlich lasse ich ja immer die Frauen zahlen. Die können schließlich froh sein, dass ich sie mit mir Zeit verbringen dürfen.« Leonie wartete auf ein Lächeln, auf einen ironischen Blick. Dann begriff sie, dass das Pauls Art war, Komplimente zu machen. Gott, dachte sie. Sie saß hier an einem Stammtisch. Wahrscheinlich fand dieser Typ sich selbst so unwiderstehlich, dass er eine Erektion bekam, wenn er nackt vor dem Spiegel stand. Sie würde ihrem Therapeuten von ihm erzählen. Das war ja alles Realsatire, als wären sie Figuren in einer sehr schrecklichen Doku-Soaps, die auf RTL 2 liefen. »Hier sind gute Schwingungen«, sagte Paul, als sie die Torstraße betraten. Er sah das offensichtlich anders. »Wie bitte?« »Na, zwischen uns. Das fühlt sich gut an.« Er umarmte sie unangemessen vertraut. Hoffentlich hielt er diesen Moment nicht für den Moment vor dem ersten Kuss. Vorsichtshalber klopfte sie ihm während der Umarmung ein paar Mal leicht auf die Schulter. Das war die Kumpelgeste. Sie hoffte, dass er sie verstand. Leider verstand er sie nicht. Als er sie auf den Hals küsste und dann auf das Haar, entwand sie sich unbeholfen seiner Umarmung. »Hey«, sagte er erstaunt, »diese Spannung, die hast du auch gespürt.« »Gott«, dachte sie und fragte sich, wie oft er das schon zu einer Frau gesagt und wie oft es funktioniert hatte. Und dann fragte sie sich noch, wie viele Frauen er die wohlformulierten Nachrichten schon geschrieben hatte, die er ihr geschrieben hatte. Er sammelte sie vermutlich in einem Word-Dokument. »Da ist doch was zwischen uns«, hörte sie Paul sagen. »Was Besonderes.« Sie wich einige Schritte zurück. Er machte es immer schlimmer. Aber das war jetzt wohl auch egal. Er war inzwischen sowieso an einem Punkt, an dem er es nur schlimmer machen konnte. »Was auch immer das zwischen uns ist«, sagte sie deutlich, »ist auf jeden Fall nichts Besonderes.« »Aber spürst du nicht, wie kostbar dieser Moment ist?«, sagte er. Es war so würdelos. Sie spürte, dass sie jetzt auch noch seine sexuelle Attraktivität verlor. Was tragisch war, sie war schließlich alles, was er hatte. »Wie war dein Name nochmal?«, fragte sie, um dieses armselige Spiel abzukürzen. Guter Tipp übrigens, ja. »Dass ich aus durchschaubaren Routinen zusammensetzte, um eine Frau auf dem schnellsten Weg ins Bett zu kriegen. Das schien eine weitere Konstante ihrer Dates zu sein, neben der Odessa Bar und den Moskauer Mühls natürlich.« »Paul«, sagte er und sah gerade wirklich so betroffen aus, dass er ihr sogar ein bisschen leid tat. »Stimmt«, sagte sie, »Paul.
Also, wir schreiben, ja? Es klang wie, dass wir melden uns nach einem gescheiterten Bewerbungsgespräch. Und so sollte es auch klingen. Sie hoffte, dass er es verstand. Paul schien es zu verstehen. Er wandte sich ab und ging zielstrebig die Straße Richtung Rosa-Luxemburg-Platz hinunter. Leonie wartete kurz, bevor sie langsam in die entgegengesetzte Richtung lief. Als sie den Rosenthaler Platz erreichte, spürte sie das Vibrieren ihres Handys in der Manteltasche. Es war eine Nachricht von Paul. Danke für den wirklich schönen Abend, stand da. So ein Gefühl hatte ich seit Jahren bei keiner Frau. Ich glaube, das kann was ganz Großes werden. Sie lachte ungläubig. Was stimmte mit den Leuten nicht? Offensichtlich hatten sie verschiedene Abende erlebt. Er hatte nichts verstanden. Ihr Blick flog noch ein paar Mal über die Sätze mit einem warmen Gefühl. In den Zeilen entdeckte sie ihn wieder. Den Mann, den sie erwartet hatte, als sie sich mit ihm traf. Er existierte offensichtlich nur in einer überzeichneten Wirklichkeit, zusammengeschoben aus Nachrichten und Fotos. Die Torstraße leuchtete. Sie passierte die überfüllten Bars, vor denen sich die Menschen sammelten. Sie blickte in die leeren, hübschen Gesichter, die ihr entgegenkamen, und merkte, wie egal ihr diese Menschen waren, dass sie nichts mit ihnen verband. Gleichzeitig ergriff sie das Gefühl, dass sie ihnen viel ähnlicher war, als sie immer angenommen hatte. Und dann, ganz plötzlich, spürte sie die grausame Gewissheit, dass sie sich nicht von ihnen unterschied, dass sie in derselben Leere und Seelenlosigkeit gefangen war wie die anderen. Was für ein optimistisches Ende. Ja, sehr schön. Ist denn das so, dass wir in einer Zeit leben, in der die Liebesgeschichten in unseren Köpfen stattfinden und die dann nicht mehr der Realität standhalten können? Und war das früher besser? Also ich werde die erste Frage mal, die zweite Frage zuerst beantworten. Früher war natürlich überhaupt nichts besser. wir haben ja heute viel mehr Freiheiten. Früher hat man aus wirtschaftlichen Gründen, ist man irgendwie zusammengekommen. Gerade in Westdeutschland war es ja noch schlimmer für die Frau eigentlich, ja, dass da waren die Frau ja die Hausfrau, also entrechtet sozusagen. Und da haben halt die Ehen vielleicht ein Leben erhalten, aber das waren bestimmt keine glücklichen Ehen, also in vielen Fällen. Genau. Und heute hat man halt alle Freiheiten. Ja? Und wir haben natürlich dieses, oder ich sag jetzt mal wir, aber die Leute, die sich drin wiederfinden, die sind ja auch so ein bisschen so, oder ziemlich in so einem Perfektionsstreben. So eine Perfektion. Also ich ja auch, nehmen wir mich. Immer ein gutes Beispiel. Und ich habe ja auch, idealisiere ja auch sehr meine, also die Frau, mit der ich auch zusammenkommen möchte. Und da, wenn man da Menschen begegnet, ist es natürlich, wenn es sozusagen mit der Wirklichkeit dann zusammenbricht, kann es natürlich schnell, extrem schnell nach hinten losgehen. Da stehen sich viele halt auch selbst im Weg. Ja. Und dass man dann irgendwann sozusagen sagt, okay, als Frau vielleicht, ich möchte ein Kind haben, da ist mir der Mann jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, da ist mir ein Kind wichtiger, als den Mann zu lieben oder so. Ne? Das muss ich irgendwie gut verstehen. Aber gibt es dann diesen idealen Partner überhaupt? Oder ist natürlich es nur nicht. Sein das ist eine Figur aus dem Film oder so. Unerreichbares, genau. Konstrukt, ja. Stimmt dich das manchmal pessimistisch? Ja, pessimistisch nicht, weil es liegt ja an jedem selber. Man kann ja was dagegen machen. Was denn? Ja, man kann sich zum Beispiel seine sagen... Seine Vorstellungen anders. Genau, oder seine Werte vielleicht mal ein bisschen überdenken, dass es halt nicht immer nur ums Aussehen geht oder um Ästhetik. Ja, also ich kenne so Leute, die sind mit der Frau zusammengekommen und waren gar nicht so überzeugt, ja. Also nie eine Person war das. Und der hat dann irgendwie so eine, der ist dann krank geworden. Und das ist jetzt natürlich wieder gesund, aber also es war ein längerer Prozess auch. Und da ist ihm erstmal klar geworden, was er an dieser Frau hatte, der sich nicht total um ihn kümmert. Und die sind jetzt verheiratet und haben Kinder. Okay. Also man braucht vielleicht mal so einen Aufwachmoment. Den bräuchte man vielleicht viele, also nicht wir alle, aber wir brauchen viele. Vielleicht brauchen wir jetzt sowieso alle mal eine Therapie. Ich glaube, ab 30 brauchen wir in diesem Land, so wie in dieser Gesellschaft, jeder eine Therapie. Spätestens. Und wenn wir so eine Generation von Selbstdarstellern sind, die nur für die Illusion leben, gibt es dann überhaupt noch irgendwas, was echt ist? Oder ist automatisch alles fake, nur weil wir es online stellen und teilen? Harald Schmidt hat mal gesagt, heutzutage ist eigentlich nur noch das Falsche wirklich echt. Nee, aber es ist, naja, was heißt, es ist halt so, das ist ja auch ein Thema im Buch, ne? Dass er hat ja dieses Problem, dass er praktisch, er kriegt mit, dass sein Umfeld ihn für jemanden hält, also dieser Californication-Schriftsteller in einer amerikanischen Serie. Und er weiß, das ist er nicht. Die Leute wollen ihn aber so sehen.
Und dann kriegt er mit, dass ihm dieses Bild auch gefällt. Obwohl es überhaupt nichts mit ihm zu tun hat. Und dass er eigentlich diesem Bild immer ähnlicher geworden ist, ohne es mitzukriegen. Ja. Und das ist vielleicht so die Krux, die man hat. Ja. Also dass man immer sozusagen, also im Ästhetischen jetzt, man macht immer Fotos von sich, schön geschminkt, richtig Kameraperspektive, dann auch einen Filter drauf. Und das ist die Person, die man attraktiv findet, so würde man gerne aussehen. Und so wird sich dann auch geschminkt, bei den Frauen zum Beispiel extrem. Und darunter die Haut, die guck dir mal 20-Jährige an, irgendwie heutzutage, was die für einen Hautzustand haben. Das ist echt krass, weil die ja alles so zuschminken, um diesem Instagram-Ideal gerecht zu werden. Das ist, ja, das ist schade eigentlich. Ich meine, wir sitzen ja jetzt auch in diesem Moment vor einer Kamera. Unser Gespräch wird auf YouTube gestreamt und auf Facebook. Wir stellen uns ja jetzt auch dar. Das ist alles Inszenierung übrigens. Wie siehst du das? Ist das positiv oder negativ? Na gut, also ich weiß nicht, also ich sitze ja nicht hier und also ich finde es insofern positiv, weil es ja ist ja eine Unterhaltung, es ist ja eine Informationsunterhaltung. Ist ja okay, und wir reden über Literatur. Mhm. Also finde ich gut. Also besser als so einen YouTuber zuzugucken, der wo überhaupt keine Natürlichkeit mehr existiert. Offensichtlich, ja. Also, aber jeder hat seine Zielgruppe. Also ich bin auch der Meinung, wenn man einen gewissen Prominentenstatus hat, dann sollte man sich auch nicht dümmlich äußern. Aber auch diese Leute haben ihre Berechtigung, wenn die dann mit dieser Michaela Schäfer oder was ihre komischen Sachen erzählen. Das interessiert ja auch eine Gruppe von Menschen oder so, ja. Also die haben alle ihre Berechtigung. Die muss man Toleranz lernen. Das ist das, was man im Alter dann lernt, dann alle zu tolerieren. Oder eben nicht. Aha, okay. Aber das ist ein Reifeprozess halt. Ne? Mhm. An einer anderen Stelle im Buch heißt es, die Leute haben verlernt, den Moment einfach zu genießen, weil sie so damit beschäftigt sind, zu dokumentieren. Stimmst du dem zu? Natürlich. Können wir das wieder lernen oder ist das jetzt so? Sind wir für immer in diesem Ego-Land gefangen? Naja, da sind wir sowieso gefangen. Waren wir schon vom Internet gefangen. Diese Gesellschaft ist, die Gesellschaft ist praktisch, du verlangt eigentlich solche Leute, die Ego über alles stellen, die egoistisch sind, die nur an sich selbst denken. So eine Leute verlangt die Gesellschaft. Weil, wir sind eine Konsumgesellschaft. Und es geht auch darum, Geld zu verdienen und auszugeben, damit die Wirtschaft immer weiter wächst. Dafür braucht man Leute, die auch unzufrieden sind, damit sie immer das Gefühl haben, es muss irgendwas mein Leben, ich muss immer noch was Neues kaufen, natürlich im besten Fall, um mein Leben zu vervollständigen, weil es natürlich immer nur so ein kurzen Befriedigungseffekt hat. Aber auch im Job, es ist ja so, die erfolgreichsten, also ganz krasse, also Politiker oder auch Firmenchefs, das ist erwiesen, das sind Soziopathen, das würden die gar nicht so gut funktionieren im Job. Ja, also das ist halt, steht auch alles in dem Buch drin irgendwo. Verschlüsselt. Also lesen es einfach, das brauchen wir uns gar nicht besprechen. Sonst reden wir, also wenn ich jetzt anfange, das dauert Stunden. Okay, dann schaue ich jetzt mal ein paar Fragen durch, die gerade über den Hashtag, der da hinten ist, und ihr könnt immer noch Fragen stellen, so, reingekommen sind. Darf ich noch eine Sache? Ja, please. Ich wollte noch ein Glas Wein vielleicht, aber das hatte ich nicht mit dir besprochen, sondern mit dir, genau. Wir haben nicht besprochen, wenn der Text fertig gelesen ist, dann stellst du uns zwei Gläser Wein hin. Okay, schauen wir mal, was haben wir dann? Übst du das Vorlesen zu Hause vor dem Spiegel und wie viel Zeit investierst du dafür? Mein Vorlesen, also ich muss es so sagen, also diese Texte, den Text, den ich gerade vorgelesen habe, das ist, ich verdichte die Texte sehr für Lesungen, also ich kürze die, damit die nicht zu lang sind. Also das heißt schon relativ lang jetzt hier eben. Mhm. Und auch ich habe jetzt zum Beispiel hier auch wirklich aus anderen Kapitel noch Sachen reingebaut in dieses Kapitel, damit es verständlicher ist. Einfach, ja. Und letztendlich, ich muss den Text eigentlich nur einmal laut vor mich hinlesen und dann habe ich diesen Rhythmus drin und dann kann ich das auch. Und vor Spiegel gar nicht, das würde mich dann eher irritieren. Ich kann auch in Bars oder in Restaurants nicht sitzen, wenn ein Spiegel irgendwo ist, das irritiert mich immer total. Man schaut sich immer selber zu, oder? Das ist nervig. Ich will mal den Blick ausweichen. Wieso warst du so überrascht, dass die Bücher so gut, dass sich die Bücher so gut verkaufen? Fragt Nadine. Weil, wie gesagt, also weil ich, eigentlich in,
Nee, weil ich halt wirklich dachte, also die Überraschung war ja eher die, dass ich dachte, ich beschreibe halt wirklich dieses ganz, eine ganz spezielle Szene in Berlin. Im Innenstadtbereich von Berlin. Und dass plötzlich sich so viele Leute in den Texten wiedergefunden haben, das hat mich halt überrascht. Ja. Das hat mich gefreut. Und es ist ja so, dass meine Texte, also wenn man auf einer Lesung von mir ist, dann sind ja da schon relativ viele Frauen, so 95-98%, was sich aber jetzt wahrscheinlich öffnet. Ah. Vorsicht. Danke, Sven. Hätte Harald Schmidt jetzt. Aber kennt keiner. Ihr seid zu jung alle, ne? Das versteht ja keiner mehr hier. Oh Mann. Das ist Wein? Sieht aus wie Sekt. Wir haben keine Weingläser. Prost. Wir haben einen Hund, aber keine Weingläser. So. Nee, warte mal. Ich habe den Faden verloren. Nee, davor die Frage. Früher gab es eine Sendung, warum du überrascht bist, dass die Bücher so gut sich verkauft haben. Aber ich muss ganz kurz noch erläutern. Mhm. Früher gab es eine Sendung, die ist Harald Schmidt Show. Und ich bin ganz traurig, dass es die Sendung nicht mehr gibt. Also die war so 2001, das gucke ich mir bei YouTube wirklich mal so zu Mittagspausen, wenn ich so Mittag esse oder so, gucke ich mir bei YouTube immer so von 2001 und das war die beste Zeit. Der war so gut zu der Zeit. Und dann ist immer ein Mitarbeiter gekommen, der hieß Sven. Er ist wahrscheinlich immer noch so. Und Sven hat ihm immer ein Glas Wasser gebracht. Und dann hat er Danke, Sven, immer gesagt. Und dann gab es einen riesen Applaus immer für den Sven. Okay. Und das habt ihr halt nicht verstanden, weil ihr viel zu jung seid. Oder nee, ist so alt. Also. Kann man sich mal anschauen, vielleicht. Ja, es ist super. 2001. Okay. Da sitze ich davor und sage, Mann, ist der gut bei bestimmten Sachen. Laut vor mich hin. Also es ist wirklich... Egal. Wieder zum Thema. Wieder zum Thema. Wird doch länger heute. Ja, nee, wir sind voll noch im Zeitrahmen. Passt schon. Dori fragt, welche Autoren haben Sie inspiriert? Du hast ja schon einige... Dori, wir können es ruhig duzen. Aber das war trotzdem okay. Das sagte der Ältere. Autoren inspiriert. Also es ist... Ich kann sagen, wen ich sehr mag als Autor, der Roman hat hier und dem Roman auch eine ganz, ganz wichtige... Rolle spielt ja, der heißt Erklärt Perea von Antonio Tabucchi, super Film, super Buch, wurde verfilmt mit Marcello Mastroianni, war glaube ich die vorletzte Rolle, die er gemacht hat. Sehr gutes Buch. Mich hat beeinflusst, geprägt Ben Kolumnen, ein Journalist, der heißt Alexander Osang, der war, hat so in den 90ern in der Berliner Zeitung immer so eine Kolumne geschrieben, wöchentlich, und da war es aber eher so, ich habe das gelesen und dachte, und ich habe mich zu Hause gefühlt in diesen Texten. Und das fand ich cool. Und daher hat er mich da schon so geprägt. Ja. Aber so stilistisch kann ich es gar nicht so, weil meine Lieblingsautoren haben mich eigentlich gar nicht geprägt. Also mein Lieblingsautor ist Dostojewski zum Beispiel. Da ist auch eine Hommage drin. Und zwar, du hast es durchgelesen auch, richtig? Nee, ganz. Achso, also... Da ist ja diese Szene, als er diesen Werner Malfa trifft, diesen Journalisten. Und das ist eigentlich für mich so ein bisschen Dostojewski-Hommage, weil der auch so ein bisschen, der Dialog ist ein bisschen wie bei Dostojewski in diesem Roman. Also mal sehr viel Monolog im Dialog. Und da sind so ganz viele Sachen, wenn man es weiß, gibt da ganz viele kleine Hinweise, so literarische, in dem Buch. Ich habe eigentlich alle zusammengepackt, weil ich cool finde. Aus Film, Buch und so weiter. Also ist schon. Also wenn man es weiß, kann man es finden und genau. Cool finden. Ist ja genauso, zum Beispiel hier am Anfang des Buches gibt es ein Zitat. Und zwar von Nirvana, ne? Hiroyana Entertainment. Ja, okay, und darauf bin ich nun gekommen, nachdem wir haben da gearbeitet und irgendwann hat sie während der Arbeit diesen Song gehört, aber irgendwie so eine Coverversion mit Klavier und sie konnte auf den Text achten. Und da hat sie gesagt, das klingt so, als wäre dieser Song für dieses Buch geschrieben worden. Weil sie fand es eher so erstaunlich, dass der Song halt irgendwie aus dem Anfang der 90er ist und dass die Leute immer noch so unterwegs sind. Immer noch dort stecken geblieben. Genau, sie meinte, weil die in ihrem Leben stecken und eigentlich raus wollen, auch die Dinge schon sehen, aber nichts ändern. Ne? Also das ist ja so. Also da liest man lieber irgendein Ratgeberbuch und dann hat man das Gefühl, ah, jetzt kann ich was ändern. Nee, oder ich jetzt weiß ich, wie es geht, aber man macht es ja nicht. Alles, ich habe diese Ratgeberkultur finde ich auch ganz schlimm, die sich da so etabliert hat hier in diesem Land, in diesen Charts da. Andreas sagt ja auch an einer Stelle, dass man von einem guten Roman mehr über das Leben erfährt als in irgendwelchen Ratgebern. Finde ich auch.
Dem stimmst du also zu? Weil man ethisch was mitnimmt. Das andere ist eine Berufsanweisung. Ich muss auch keine Berufsanweisung lesen. Fürs Leben brauche ich keine Berufsanweisung. Mir ist es lieber, wenn ich einen Dostojewski-Roman lese. Da gibt es Gespräche, da halt was nach in mir. Ja, und das kriege ich aus keinem Ratgeber mit. Okay. Oder Andreas, ich bin ja noch nicht verwechselt. Ach so, ja, nee. Ups, das ist ja nicht Andreas. Irgendwas wollte ich jetzt noch fragen. Wie viel Zeit hat der Entstehungsprozess von Egoland in Anspruch genommen? Also ich muss gestehen, wer hat das gefragt? Jasmin. Komm, wollen wir jetzt mal ruhig ansprechen. Ja, ne? Hallo Jasmin. Jasmin, ich muss gestehen, also ich habe natürlich ein Konzept vorher gehabt und habe auch so 30 Seiten im Vorfeld schon geschrieben. Und dann aber die konkrete Arbeit war wirklich 2017. Und da hatte ich auch kein Privatleben. Ich kann das vielleicht so mal zusammenfassen. Ich habe mich mit 4 Frauen getroffen in diesem gesamten Jahr und jeweils auch nur einmal. Also es war schon... Also ich war auch sehr diszipliniert. Also ich muss immer früh arbeiten. Das ist meistens 7 am Rechner, aber nach 4-5 Stunden ist man auch leer. Aber man kann auch abends auch nicht ausgehen und mal was trinken, weil man am nächsten Tag einen Kater hat. Also es war dann so, gerade am Ende, so Oktober, bin ich um 4.30 Uhr ohne Wecker aufgestanden. Ja, ja, richtig krass. Und bin dann irgendwie um 6 noch mal kurz schlafen gegangen für eine Stunde. Dann habe ich weitergearbeitet und habe dann irgendwann Filme geguckt nur noch, also ab nachmittags. Und dann bin ich um 10 ins Bett gegangen. Also es war sehr rau. Also Lina Morgenpost hat gerade einen Artikel über mich und die Überschrift war der Eremit von Friedrichshain. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Jetzt bist du zurück im Leben. Ja, ich habe das doch gemerkt, also im Oktober oder so, ab da ging es dann schon, da bin ich ja schon mal mehr raus, aber dann, das waren dann so Abende, da bist du am Wochenende oder so? Hey, ich bin Dasein sozusagen. An diesem Dasein. Und in Berlin kann man auch am Wochenende nicht ausgehen, also sind nur Idioten unterwegs. Donnerstag, großen Samstag, sagt man. Das sind doch, also die Leute, ist ja auch wieder dieser Bar 25, oder jetzt, das ist jetzt Kater Blau inzwischen, da gehen die Leute ja auch wirklich dann irgendwann sonntags hin und dann das endet so am Dienstag irgendwann, nachmittags. Hättest du dieses Buch auch schreiben können, wenn du jetzt nicht aus Berlin wärst oder in Berlin leben würdest? Wärst du denn überhaupt auf die Idee gekommen, sowas zu schreiben? Naja, es kommt darauf an, was man für Leben führt. Ja, ich glaube, so ein Leben kann man auch in München führen. Also ich war ja auch in München, war ich ja auch schon ein paar Mal aus. Und es ist insofern sympathischer, weil in Berlin die Leute ihre Unsicherheit über eine enorme Coolness irgendwie verkaufen oder damit überdecken wollen. Und das ist immer, das gefällt einem aber auch nur aus, wenn man mal in einer anderen Stadt ist. Ja, also in Berlin ist immer so ein bisschen, alle ein bisschen cool. War ich auch, ja. Also, und Münchner sind nicht cool, oder was? Nee, cool im Sinne von unnahbar. Wir müssen hier verkrampft gelangweilt aussehen, damit wir irgendwie cool wirken. Verkrampft gelangweilt? Und bei euch ist menschlicher einfach. Schneller, die Leute lächeln einen schneller an. Ohne zu wissen, wer man ist. Auch ohne Lachen zu wissen, wer aus man dem ist. Publikum, okay. Nee, das ganze Publikum lächelt hier gerade. Ja, schon. Aber wir sind alle sehr freundlich bei Lovely Books, deswegen lächeln wir. Okay, die Konsumfrau fragt, du nimmst gern mal Bekannte als Vorlage für deine Charaktere, ob du das schon mal bereut hast. Vielleicht wieder diese Ex-Freundin nicht so ganz begeistert war, wie sich die Situation entwickelt hat mit Hase Nummer 2. Naja, aber mit der hatte ich ja keinen Kontakt, also wirst schon mehr. Also das habe ich so ein Jahr später mal erfahren. Oder so. Ich glaube nicht, dass ich jemanden so verletzt habe. Also bei Freunden habe ich sowieso nicht gemacht. Ja, bei Bekannten ist vielleicht auch eine andere Sache. Aber ich glaube, ich habe niemanden so verletzt, dass er da, also... Und wie ein gebrochener Mensch, was daraus hervorgegangen ist. Also da muss ich mir eigentlich ich mache mir zumindest keine Vorwürfe. Aber eigentlich nicht. Vielleicht müsstest du, wenn du es wüsstest. Ach, es ist auch so. Also Leute, man schreibt, die werden auch alle, die Leute, also es ist ja auch hier sowieso anders, aber
in diesen Kolumnensammlungen, die habe ich ja total verfremdet. Die haben andere Jobs bekommen, die andere Physiognomie, alles anders. Und dann ist aber interessant, dass gerade Leute, die es gar nicht sind, sagen, das bin ich doch. Das ist ganz, also so eine, das ist sowieso alles dann ganz verschoben. Also insofern. Das heißt, wir sind alle austauschbar in Wahrheit. Nein, es ist jeder Text strahlt ins Leben eines an, also nee, ein Text strahlt in jedes Leben anders. Und wie man halt, inwieweit es halt eine Projektionsfläche ist für einen, vielleicht diese Figur, bildet man sich dann ein oder so. Es gibt auch Leute, die sagen, ich finde es total cool, wenn ich in diesen Texten auftauche. Kann ich so ein bisschen rumerzählen oder was, keine Ahnung. Und selbst darstellen und so. Genau. Verstehe schon. Was haben wir noch? Aber es gibt sicherlich Leute, die mich hassen. Das macht dir nichts aus. Oder ist das einfach? Es sind auch keine Leute, die mich. Es ist halt so, wenn man das alles bedenkt, oh Gott, wen könnte ich verletzen? Oh Gott, dann braucht man ja nicht erst anfangen zu schreiben. Das ist dieses Soziopathische. Ah ja, schön. Ja, ich bin immer so gnadenlos ehrlich, auch mir selbst gegenüber. Das ist halt so, ne? Warum soll man nicht ehrlich sein? Ich glaube, das ist das, auch, was auch viele schätzen, diese Ehrlichkeit. Auch in diesen Texten sozusagen. Das ist schon sehr. Ich scheue mich da nicht, gewisse Sachen zu sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so gut für mich ist oder so. Zum Beispiel? Also, sagen wir es mal so: In diesem Buch erfährt man mehr über mich als in allen anderen Büchern vorher. Aber aufgeteilt auf verschiedene Figuren. Hast du vorher gesagt? Wer weiß? Verrat mir jetzt nicht. Okay. Ist die Zeit? Okay. An einer Stelle sagt Andreas, er will der Welt einen Spiegel vorhalten mit seinem Roman. Das war die Textstelle, die du eigentlich lesen wolltest. Ist für dich Egoland die Beschreibung eines Status quo? Oder willst du mit dem Buch irgendwie eine Zukunftsperspektive aufmachen? Beziehungsweise, nee, das ist aktuell. Das ist aktuell. Ja. Und wo denkst du, geht das hin? Wo führt das alles hin? Naja, es ist halt, es ist ja auch so, letztendlich ist es ja so, dass diese ganzen Sachen, die passieren, oder dieser Status quo, der ist ja hier praktisch zu Ende gedacht, in diesem Roman. Weil er ja letztendlich das absolute Eitelkeitsprojekt oder die absolute Selbstinszenierung am Ende macht. Ja, darf man nicht erzählen, warum oder wie das passiert, weil das will ja alles total die ganze Spannung rausnehmen. Aber er zieht halt diese Selbstinszenierung vollkommen durch. Bis zum größten Preis, den man zahlen kann. Aber das erscheint ihm dann auch schlüssig. Und er nimmt ja auch das Schicksal anderer Leute in Kauf. Ja? Also, aber das darf ich jetzt auch wieder nicht erzählen. Eine Antwort, ohne der du nichts sagen darfst. Okay. Eigentlich schon, ja. Aber eigentlich ist die Antwort ja schon, also was ich festgestellt habe, wenn ich Dinge schreibe und die überhöhe, dann sagen, oder drastischer darstelle, als, weil du überhöhst ja oft in Texten natürlich, dann sagen, je jünger die Leute sind, und je krasser du die Dinge formulierst und sagen, die jüngeren Leute, das ist unser Leben. Es wird immer schlimmer. Je krasser, umso realer wird es. Ist das nicht irgendwie beängstigend? Wir können da alle, also wir müssen wahrscheinlich alle wirklich mal, also das ist, ich muss das auch nochmal wiederholen, also letztendlich brauchen wir alle mal eine Therapie. Und wir müssen einfach mal mit einem anderen Blick auf unser Leben blicken, aus einer anderen Perspektive. Und vielleicht auch mit einem professionellen Blick. Das wird ja immer versucht. Darum sind doch gerade diese ganzen, auch diese Bäume-Bücher oder so. Das geheime Leben der Bäume. Oder das ist, wir besinnen uns wieder auf die wahren Werte. Das sind super Bestseller, ja. Die gehen irrsinnig, ja. Naja, also wir besinnen uns auf diese wahren Werte und oder auch diese Malen nach Zahlen. Das war auch mal so ein Trend. Das ist alles Meditation. Das ist so Meditation light. Das sind alles so eine Mechaniken. Ne? Aber letztendlich, das sind alles Therapien light sozusagen. Und ich denke mal, jeder, der in diese Gesellschaft geboren wurde und hier aufgewachsen ist, muss das. Wurde ich letztens auch gefragt, ne, ob ich denn schon eine gemacht hätte. Und ich bin ja schon über 40, ich habe schon 10 Jahre drüber. Und da habe ich gesagt, naja, wahrscheinlich könnte ich aber keine Bücher mehr schreiben.
Da reicht dann die Neurose nicht mehr aus. Aber nee, also das ist natürlich Quatsch, aber ja, bei mir liegt auch einiges im Argen. Das kriegt man dann meistens dann mit, wenn man wieder in einer Beziehung ist. Denn wenn man die Freiheit des Alleinseins hat als Single, dann fällt es ja keinem auf. Ah ja, dann ist praktisch. Okay, ich schaue noch kurz. Ist noch irgendwas? Gibt es Fragen aus dem Publikum, das da ist? Offline. Das ist offline. Offline. Ihr könnt sogar ohne Hashtag fragen. Nein? Oder gibt es noch eine andere interessante Frage? Gibt es noch eine andere interessante Frage? Das sind alles Fragen. Ja, das sind alles Kommentare. Gibt es denn auch Fragen? Beleidigungen? Nein, alles positiv. Das interessiert uns so alles. Nein. Ja, das ist ja wirklich, diese Beleidigungen sind immer so. Sowas gibt es bei uns nicht. Könnt ihr mal auf meiner Facebook-Seite gehen? Ich habe ja so einen Text da letztens gepostet. Der ist eigentlich ein Kapitel aus dem Buch. Da hat der Andreas ein Date mit einem Model. Hochattraktiv. Adi, okay. Und die fängt dann an, ihm irgendwann zu erzählen, dass ihr Vater Abgeordneter der AfD ist und er soll sich doch mal ein Programm durchlesen. Und was dann sozusagen in seinem Kopf abgeht, während diese Frau ihre, also wo die auch Verschwörungstheorien teilweise so erzählt und so, das war mir ein Anliegen, sowas mal mit reinzunehmen, weil ich finde, das wird jetzt immer salonfähiger. Ja, und je mehr diese Leute in den Talkshows sitzen und so weiter, desto mehr, weniger stößt man sich dran. Aber die erzählen wirklich ganz schön kranke Scheiße da teilweise, ja. Und das sollte man im Hinterkopf haben. Und da habe ich so ein bisschen so einen Kolumnenanfang davor geschrieben und das gepostet. Und da gibt es auf meiner Facebook-Seite schöne Kommentare. Es waren nicht wenige darauf. Aber ich habe dann festgestellt, also ist ja für mich auch so, weil diese Leute auch wirklich den Klischees entsprechen. Die Profilbilder sehen so aus, wie man sich so vorstellt. Und die Art der Schreibe ist auch mit diesen ganzen Substantiven und so. Das ist auch genau das Gleiche. Ne? Also vollkommene Klischees. Und ich habe dann festgestellt, dass ich diese ganzen Beleidigungen als totales Kompliment wahrnehme. Also du bist da vollkommen drüber. Na, früher, kurz nach der Wende. Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter und ich war so in der 11. Klasse, kurz nach der Wende. Und da war es ja so in Ost-Berlin so Popkultur, Nazi zu sein, nur Skinhead zu sein. Das war ganz krasse Welle. Und wir haben, da gab es einen Kreis von Leuten, die waren eher links eingestellt. Und diese Nazis haben uns immer als Zecken bezeichnet. Und wir haben gesagt, ey Leute, das ist ein Kompliment, wenn die mich als Zecke bezeichnen. Ja? Also genau die Mechanik ist es ja letztendlich auch. Ja. Nazi-Girl heißt das Kapitel. Nazi-Girl. Und der Text heißt, mit AfD-Wählerin schlafen, darf man das? Gute Frage. Oh, jetzt gibt es das Zeichen, wir müssen Schluss machen. Jetzt kommen jetzt, wenn die Hasskommentare kommen. Ja, die werden jetzt freigeschaltet. Wir sind dann am Ende unseres Livestreams mit Michael Nast. Ich darf mich verabschieden, ich darf mich bedanken, dass du da warst und unsere Frage.